Der vierte Tag des Events von dieser Woche ist im vollen Gange und ein Update ist im Store erschienen. Alle Infos dazu erfahrt ihr im heutigen Video. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, wie bereits gerade angekündigt, heute ist ein Update rausgekommen, beziehungsweise gestern Abend, glaube ich, habe ich schon downloadet. Und zwar für Android ist die Version 1.2.29, also 29, und für iOS 1.2.26. Blendet euch auch das Ganze ein. Erstmal nicht vielsagendes Update. Und this small update includes support for Japanese and Russian languages. Heißt, japanische und russische Sprache wird im Spiel jetzt unterstützt. Finde ich richtig nice, dass sie das Spiel weiter ausrollen. Hat mich auch gefreut. Und dann gibt es noch improved error messages to better troubleshoot player issues. Das heißt erstmal so viel, dass die ja, Fehlermeldungen verbessert wurden, um ja, die Fehlerbehandlung viel besser machen zu können bei den Fehlern von den Leuten. Also sie haben ja sonst immer nur eine Nummer gehabt. Jetzt steht zum Beispiel da die Nummer und überprüfe deine Internetverbindung. Wir konnten keine Verbindung zum Server herstellen. Irgendwie so. Finde ich schon mal nice. Hintergrund seht ihr noch etwas Gameplay. Ich war heute Lucky, hatte genau vor der Arbeit einen epischen Saurier und nach der Arbeit noch einen epischen Tyrannosaurus Rex bei mir in der Nähe. Die konnte ich beide fangen, konnte dann auch endlich, ja, mich richtig gefreut, meinen Indominus Rex auf Level 17 bringen. Konnte ihn also das erste Mal leveln, hat mich richtig, richtig gefreut. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt noch weiter mit dem Update hier. Und zwar Stability Optimizations and Various Minor Bugfixes. Okay, etwas Stabilität, ja, für die Stabilität haben sie was getan und ein paar Bugs, die bekannt waren, haben sie wohl geändert. Aber nichts Näheres dazu. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, die haben zwar hier drei Sachen angekündigt, aber die haben noch ein paar mehr Sachen ins Spiel implementiert. Und da werde ich euch morgen ein Video zu machen. Das werde ich gleich noch aufnehmen. Ich bin ja morgen unterwegs in Köln. Da kann ich euch jetzt schon mal sagen, wer Spoiler nicht mag, der sollte morgen abschalten, weil das wird das übelste Spoiler-Video, was sie da eingebracht haben und was Data Miner eben rausgefunden haben. Aber dazu gibt es morgen natürlich mehr. Ja, dann gab es noch was Cooles, das blende ich euch auch mal kurz ein. Und zwar haben sie es auf der Facebook-Seite gepostet. Happy 4th of July. Celebrate the holiday with Jurassic World Alive. Also. Ja. Fröhlichen 4. Juli. Und wir sollen doch den Urlaub mitfeiern. 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Unten drunter das Bild finde ich aber viel cooler. Und zwar Happy 4th of July. Celebrate the red, white and blue. Blue aber als Saurier da. Ist gerade nicht weiß, rot, weiß und blau sind natürlich die Farben der amerikanischen Nationalflagge. Stars and Stripes und deswegen Blue. Und Freunde, da kann ich euch noch was Geniales zu sagen. Ich habe es nicht selbst erlebt, aber ich saß neben meiner Freundin. Die hat gestern genau am 4. Juli eine 24-Stunden-Box aufgemacht und was war drin? Es war Blue drin. Ja, sie hatte bei dem Event nicht viele fangen können und mega ausgeflippt. Richtig, richtig nice. Also, es gibt, ich habe jetzt leider keinen Screenshot auf die Schnelle machen können. Sie war sogar halb natürlich weitergeklickt. Wenn ich das auch erlebe, werde ich auch einen Screenshot machen. Ihr könnt aber auch mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Glück habt, gestern Blut zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es nur für den einen Tag verfügbar war oder ob es jetzt längerfristig verfügbar ist. Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal einfach in die Kommentare, würde mich da echt freuen. Sorry dafür. Zum Schluss möchte ich mich noch kurz dem Event-Tag widmen. Und zwar habe ich ja auch den Raptor zweimal heute fangen können. Das heißt, einmal habe ich noch offen. Und mir ist aufgefallen, dass häufig die gleichen Saurier an den Stops spawnen. Und zwar gestern war ja an dem einen der Tyrannosaurus, da war heute auch der Tyrannosaurus, an den anderen war der Pyroraptor. Aber bei dem einen, da muss ich sagen, da war dann auch der Tyrannosaurus heute da, anstatt dem Pyroraptor. Ich würde gerne mal wissen, wie ist denn euer Feeling da? Taucht da schon vermehrt die gleichen an dem Stop dann auf? Weil das hatte ich auch am Montag und Dienstag bei den gewöhnlichen Sauriern. Da tauchten die jeweils genau an den gleichen Stops die gleichen Saurier auf.
Würde mich gerne mal, würd gern das von euch mal wissen. Wie habt ihr das so erlebt? Tauchen da schon die Ähnlichen auf oder ist es bei euch abwechselnd gemischt, was weiß ich? Ich habe aber allerdings auch nur um die gleiche Uhrzeit, also gestern um 4:30 und heute um 4:30 die Stops abfahren können. Und da waren eben die gleichen oder ähnlichen da. Da würde es mich mal echt interessieren, was ihr da, ja, was ihr da so erlebt habt. Zu guter Letzt, ich werde natürlich den Pyroraptor in mein Team aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das morgen im Video seht oder wann ihr es sehen werdet. Ich habe aber noch für das Wochenende was vor. Ich bin jetzt genau 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag in Köln. Und ich blende euch gerade mal einfach mein Team ein. So sieht's aus. Ihr seht da, wie viele DNA ich von dem Team habe. Und ich versuche am Wochenende echt mein Team mal voranzubringen und DNA zu sammeln. Und würde gerne mal am Montag oder so im Video den Vergleich machen. Wie erfolgreich war denn das Wochenende in Köln? Habe ich viele epische fangen können? Was habe ich alles so erlebt? Da würde ich euch einfach dann gerne von berichten. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere in Köln von euch. Und wir sehen uns dann. Ja, dann schon mal vielen Dank für den Support. Auch viel Erfolg weiterhin bei dem Giveaway natürlich. Und alle Infos habt ihr gesehen dazu. Und wirklich, ihr könnt euch reinhypen für das Video morgen. Ich habe das eben gelesen. Ich war erstmal nicht nur sprachlos, also ich war nicht sprachlos, aber es war schon nice, was hier, was da gefunden wurde. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.